Ja, und damit willkommen, wenn es funktioniert. Ja, funktioniert. Wir spielen ETSO, bisschen Kolonne fahren. Dachziegel, ne? Ich hab Ja, Schafwolle. genau. Plane, Das wären Dachziegel. 1500. Ja. München Was? Aber findest du nicht? musst ein Ne, bisschen München habe ich durchgucken. Jetzt gar sind nicht. Containerbäume bei mir auch auf der ersten Also, Seite. ich hätte auch Dachziegel. Haben alle Dachziegel nach München, nach Milano? Nach Nach Milano. Pappe. Ja, Italien. Nö. Echt nicht? Die Nein. Containerbäume hätte ich noch. Ja, ich muss einmal rausgehen, weil sonst fliege ich hier gleich raus. Hauptsache irgendwas nach Milano. Ja, ich muss auch noch mal raus hier. Wenn das zu lange dauert, ist mal doof. Dachziegel habe ich Warte mal, ja. ich werde mich einmal. Hauptsache irgendwas nach Milano, dass alle dieselbe Ecke fahren, ne? Hab Bei was mir ist es nach. gleich auf der ersten Seite, bei Preis nach unten. Könnte mitfahren mit. Jetzt ja müsste ich dann. Irgendwas nach Milano hin. Ja, Zeit Milano. rein. Dachziegel. Milano. Ja, wieso nicht? Ist auch drin, ne? Ne, ich hab nichts nach Milano. Auch Müssen ja nicht. irgendwie mal einen Auftrag finden, weil das kann nicht sein, wenn alle DLCs haben. Ich verstehe nicht, das sind keine Aufträge. Ich aktualisiere jetzt mal. Ja, dann Ich. finde was anderes. München könnte ich immer noch. Ich hätte fast 1233 Kilometer Sandwich-Paneele. Ah, jetzt habe ich Milano. Dann. Ja, jetzt habe ich auch Milano Dachziegel. Witzig, wo ich es aktualisiere, habt ihr das? Hm? Ja, ich habe gerade noch mal neu Dachziegel aktualisiert. habe ich auch immer noch. Milano. Jetzt habe ich auch Limano. Ja, und ich suche Milano jetzt, wo ich. Ach Mann. Einfach Aktualisiere einfach aktualisieren. mal. Muss ja auf Ja, der hab ersten ich Seite doch, dann ist stehen. das ja weg gewesen danach. Das war's ja. Ja, bei mir war es auch einmal da, dann war es wieder weg, dann kommt es wieder, ne? So, jetzt habe ich Dachziegel Milano wieder. Hab ich auch. Wie viele Okay. Leute haben das? Alle. Alle, dann nehmen wir das an. Gut. Gut. Annehmen. Angenommen. Wer das nicht hat, nimmt irgendwas anderes nach Milano. Ich hab nach Venezia was genommen, das ist ja direkt da unten auch die Ecke. Jo. Jetzt ist hier aber Gedrängel, da warte ich lieber. Gedränge. Wir warum rausfahren? Ich bin mir nicht so sicher, was hier so draußen vorbeikommt. Ja, moin. Das meine ich nicht, wenn da stehen alle an Ampeln, Ja. kann hier nicht rum. Ich hab Schaden bekommen. Du bist auch wrong way. Boah, jetzt stehe ich hier mit einem Türken in der Werkstatt. Mann. Bei mir ist es Gegen, am da fehlt nicht mehr Schlitten. viel. Die Briefmarke passt noch hin. Ach. Ein Zettel kannst Justin. du. Ja, genau, Briefmarke. Aber die klebt dann. Muss ich die Klebeseite an deiner Seite Richtung dir machen. Komm dann zur Fähre, Justin. Ich muss rechts rum. Das denn links, okay. Sorry. Eingecrasht. Ja, ich bin zu schnell in die Kurve gekommen. Na, ihr müsst echt vorsichtiger fahren. Übung macht den Meister. Habt ihr alle schon eure Fracht? Nein, wir fahren doch gerade dahin alle. Auch, aber ich fahre 140. Ne, ich werde jetzt erstmal hier auf 50 bleiben, sonst kriege ich ein Ticket. Irgendwo steht nachher so eine Oma hier mit der Kamera in der Hand, wer weiß. Jetzt haben sie mich alle immer erwischt. Es sei denn, Michael war vor mir. Michael ist unser Blitzwarner. Ja, wenn der vor mir fährt, habe ich nie ein Ticket gekriegt.
Aber der fährt auch wirklich echt. Super. Ach, das ist direkt bei der Fähre hier, wa? Joa, scheint so. Polaris Line, ne? Ja. Aber hier ist nichts mit No Collision, oder doch? Wir dürfen auch gleich zur Fähre hin, ne? Alter! Dankeschön! Ja, du hattest ein Leck bei mir, ich dir hinten drauf und er fliegt durch die. Ja, was denkst du, warum ich immer bei den Leuten Abstand halt? Ja. Doch recht. Herz. Einmal nach Herz halt. Schaden kassiert? Habt ihr den Schaden? Ja, an der Fähre, nicht wenig. Oder? 10% glaube ich. Eigentlich verstanden, sorry. Noch 10. No Collision, aber hier. 10, ja. Lassen wir uns auf der anderen Seite der Fähre? Ja. Wir können ja in links einmal die Werkstatt fahren. Johann, du stehst hier im Weg. Ja. So, Bobbel getroffen. Hallo. Hätte ich auf den Seitenrand, okay. Danke. Na, er ist aus dem Weg gegangen, ne? Das ist schon mal nett. Christian? Ja. Wartet ihr auf mich, oder? Ich muss erstmal hier vorne wegkommen. Wo sollen wir uns denn treffen? Ich sehe eine Tanke hier hinten. Aber ich bin gerade noch in Bergen. Hab erst meine Tour abgeholt. Du bist noch in Bergen? Ja, ich bin gerade aus Bergen raus. Och Mann! Der fährt auf meine Fahrbahn. Mein Luftdrucksystem. Wie heißt der bei euch vorbeikommt, der erste? Fertig. Ich bin jetzt bei der Fahrt. Warum fahren die alle so scheiße? Fahrt hit 11, ne? Ja. Die nutzen ihre Gigaliner richtig aus. Die schwenken die ganze Zeit hin und her. Er fuhr auf meine Fahrbahn rüber und kurz vor mir, wenn ich nicht gebremst hätte, wäre voll zusammengecrasht. Ist hier Stau? Und das auf dem Dreier, ne? Hier ist kein Stau. Ich habe nur angehalten, weil der wollte mich reinfahren. Ja, alles gut. Der Christian hat Stau verursacht. Ich fahr ja schon weiter. Doch, alles gut, ich hab noch nichts gesagt. Treffen wir uns an der Tankstelle? Ja, aber wenn wir jetzt rechts rumfahren zur Tankstelle, da sollen wir gar nicht lang. Na, wo fahren wir alle auf der falschen Seite hier? Wir sind hier nicht in England. Wir sind jetzt in Dänemark. Ja, Tyskland, da fahren wir hin. Tyskland heißt ja Deutschland. Ich bin hinter euch jetzt wieder. Was sind uns? Dann kann ich also langsam weiterfahren gleich nach. Also, gleich bin ich hinter euch. Boah! Ey! Ich hab schon einen Stau verursacht, sorry Leute. Ja, ich bin grad Dings schön hinten reingefahren, Danny Boy. Sorry dir. Warum nimmt ihr eigentlich nie Abstand? Ich hatte Abstand, ich bin mit 20 km/h gefahren. Und dann kam Dings. Wie viel Schaden hast du? 2%. Doch, nicht wirklich. Ich fahre mal langsam, damit der Justin aufholen kann. Dieser Moment, wenn man holländisches Radio hört. Naja, ich muss eh. Ich stehe in diesem Moment, wo euer LKW nicht mehr will. Ich hab hier Moment, wenn einer wieder leider nicht mehr will. Danny kann ruhig vorfahren. Ich hab hier. Ah, ich bin okay, ich bin ich hinter achte ja auch nicht so auf Blitzer und sowas. Ja, ich stehe hier an der Ampel, ich muss. Oder ich fahre hier an die Seite ran, dann warten wir auf Justin so lange. Ich bin hinter. Der kommt schon hinter mir. Okay. So. Aber Danny fährt vor? Ich hab diese Ampel. Ich war jetzt an der Werkstatt. Staub ist nach Metten, nach der ganzen. Wo ist unser Gast? Hier, der ist hinter Mr. Cookie, ich stehe noch hinter der Ampel. Okay. Weiß nicht, Mr. Cookie. Warum fährt der Typ eigentlich Soll ich weiterfahren oder was sofort, Danny? Warum fährt der Typ an
Skyliner mit einem 4x8 und dann noch seinen Rundumleuchter an. Ich fahre nämlich extra langsam deshalb. Wenn keiner vorfahren will, fahre ich weiter. Ich komme. Auch auf dem Weg. Nehme kurz Sacht, wo ihr seid. Ich bin der Erste vorne. So, jetzt nach der Ampel oder was? Ja, geradeaus auf die Autobahn. Ja. Genau, rot, ich muss nochmal anhalten. Gebe ich mal ein bisschen Gas. Der Gas ich meinte ja nicht, dass alle jetzt überholen sollen. Ich wollte ja den Danny vorlassen. Weil ihr fahrt alle rechts und links. Christian? Also, ich stehe ja noch an der Ampel, ne? Der Gast musste an der Ampel. Immer noch? Ja, ich schon wieder nicht so schnell, da steht noch einer an der Ampel. Ja, ich stehe da auch noch. Ja, also, wollen wir einmal anhalten und. Ja, fahren wir rechts. Nein, 60. Dann holen wir es einfach auf. Okay. Ja. Das sollten wir hinkriegen. Sonst kommen wir nie an. Ich bin gerade rum. Wir fahren ziemlich langsam. Ja, wir holen mit 80 hinten bis. Ihr holt doch locker gleich auf. Ich will dieses Tempo machen. Ach, ich fahre 51. Die mal 90 an, Ich glaube, ich habe irgendwas überfahren. Das rubbelt ordentlich hier auf gerader Strecke. Irgend so eine Olle lag hier unter dem LKW gerade. Selber schuld, wenn sie mit der Bierdose drüber läuft. Ja, fahr was, doch links rüber. Was warten die hier vorne? Und habt ihr aufgeholt? Er links ruhig links fahren. Also wir schon, aber hinten die zwei noch nicht. Wir sind jetzt gleich im Autobahnkreuz. Aber ich fahr hier 50 im Tunnel, ne? Ja, 69. Lass mich gerade ausräumen, weil es bergab geht. Geradeaus, ne? Ich weiß nicht, warum überholt hier. Warum wird überholt in einem Konvoi? Verstehe ich nicht. Mal im Tunnel. Ich habe mich ausrollen lassen, aber. Vor allem im Tunnel, ja. Ausrollen? Mhm. Gib gerade keinen Gas, jetzt gebe ich Gas bei Berg hoch. Oh, da, ja. Weil ich sag ja noch, ich fahre nur 50, damit die anderen aufholen. Wie weit seid ihr hinten? Gerade im Tunnel. Dann sagt man nicht weiter, ich sehe ja schon grüne Punkte hinter mir. Ja, wenn ihr 80 fahrt, dann können wir noch aufholen. Wir sind bei gut unterwegs jetzt gerade. Ich fahr 50, ja, deshalb müsstest du ja eigentlich aufholen. Ja, dann sollten wir ja gleich bei euch sein. Aber wir sind jetzt gerade aus dem Tunnel rausgefahren, nach oben. Ja, ja, wir auch. Da sind wir jetzt. Und dann kommt's Autobahnkreuz. Wieder knapp. Ich sehe einen blauen Punkt auf der Karte. Gerade oben auf dem Autobahnkreuz. Ja, ich bin mit 60 fahre ich hier. Und irgendjemand fährt mir gleich hinten drauf. Alles gut, alles gut. Ich sehe nämlich, ich sah nur einen Grün ziemlich dicht kommen. Ja, ja. Ich lasse dich auf der Straße. Ah, da seid ihr. Wer ist denn hinter dir, André? Warte, für ein Tempo 80, 85. Also kann wieder schneller fahren. Obwohl wir sowieso rechts ab. Danny vorhin müsste da hinten. Ne, wir müssen geradeaus. Was sagen? Danny Boy fährt ganz vorn. Ich hab seinen Account. Naja, dann bist du hinter mir. Sind alle jetzt hier, oder? Ja. Jetzt mal. Jo. Hoffe. So, dann geh ich mal auf die 80 rauf, ha? Mann, Simba. Ihr könnt ruhig alle 80 fahren. Ist aber Danny vor euch vorne sind, dann fährt er auch 80.
So, jetzt haben wir uns endlich mal ein bisschen... Ich feier wie besoffen hier. Ein bisschen eingepegelt. Ja, was haben wir an Kilometer? 1400 noch Watt. Ja, passt. Das ist eine gute Länge, finde ich. Wir nerven bloß diese scheiß Standbilder jedes Mal. Das zu fixen, ey. Das ist schon gegoogelt ohne Ende. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Also so 20, 30 Meter Abstand, so wie jetzt hier bei ja, da muss ich, da muss ich bremsen. Das ist schon okay. Da kann man noch drauf bremsen, wenn einer mal stockt oder stehen bleibt. Roll mal eben aus, ne? Der hinter mir fehlen die Punkte, wo seid ihr? Weit hinten dran. Der ist halt gerade so dicht hinter mir. Ich muss abbremsen. Ich mache mal einen Scheinwerferkegel. Ja, mein Tempomat funktioniert gerade nicht. Ich weiß nicht. Ja, deshalb musste ich, habe ich nur gesagt, weil du fragst, wer fährt hinter dir? Ich hab nur abgebremst. Ich weiß ja nicht, warum du langsamer fuhrst. Warte, ihr mit Retarder? Was machen wir? Mit ja. Retarder fahren. Ja. Ich hoffe jemand, dass mein Internet heute mitmacht. War nicht, dass es wieder rumspackt nachher. Ist ja abends immer das gleiche, wenn man streamt. Es war gut was los auf dem Dreier, ne? Ja, mein beliebter Text, ne? Soll auf die Webseite gehen und jemanden reporten. Also, wenn ihr jemanden reporten wollt, lasst es, ne? Bringt nichts. Ja. Mittlerweile gibt es ja noch eine Benachrichtigung gegen den Player, bla bla bla, Licht oder keine Befund. Ja, du sollst dann irgendwo auf die Webseite dich da schlau machen. Und aus dem Spiel dann rausgehen am liebsten, ne? Weil sonst fließt du eh raus. Ja, genau. Und das nennen die dann, wir haben jetzt ein Anti-Cheat-Tool, da könnt ihr reporten. Wozu, ne? Ja. Und dann wird das ja schön farbig gemacht, du kannst es in der Farbe den Gamertag sehen, ist ja alles toll. Wir sollen lieber die Dinger bearbeiten, ne? Statt farbige Gamertags anzeigen. Ja, ein bisschen was können sie da noch dran verändern. Aber sonst muss man sie eigentlich loben, dass sie sowas überhaupt auf die Beine gestellt haben, ne? Ja, was nützt das, wenn die nichts machen? Ich reporte seit 3 Wochen und da kommt alles zurück, ist nicht. Ja. Es sei denn, du hast ein Video auf und schickst das hoch. Dann dauert es ein paar Tage und dann wird auch gebannt. Aber nicht für immer. Also das lohnt schon gar nicht. In der Zeit ist er schon wieder gefahren. Ja, entweder müssen die so gucken an den schlimmen Stellen. Jetzt so hier brauchen sie jetzt keinen Admin oder sowas hinstellen. Ja. Aber sonst an den schlimmen Stellen, auch auf diesem Server, dass die da... In den Städten oder so. Die wissen das ja auch, dass die ganzen Leute vom Zweier auch auf die anderen verteilt draufgehen, ne? Ja. Ich bin gerade Duisburg auf dem Zweier. Ja, Duisburg ist gar nicht mehr so schlimm. Die meisten hängen jetzt da oben Skandinavien rum, wegen der Trouble Layer, ne? Das Schlimmste in Duisburg sind die Autos. Ja, aber die heute war auf dem 1er und 3er sind die ja weg. Heute war Duisburg ganz schön schlimm. Ja. Versuch dich mal mit dem Auto hier einzuloggen. Auf dem 3er oder auf dem 1er, geht nicht. Wenn du ein Auto ausgewählt hast, kannst du dich nicht mal einloggen. Ja, deshalb fahre ich auch nur noch hier. Viel entspannter. Der hat aber auch nur 2.500, ne? Maximum. Aber reicht. Eigentlich wären wir noch mehr gewesen, das haben so viele zugesagt. So 8-9 Leute fehlen noch. Oh. Ja, ist nur traurig, wenn die zusagen, dass sie nicht kommen, ne? Ja, das ist schade, das stimmt.
Oh ja, soll ich vielleicht auch mal machen. Was? Euch zu meinen Freunden hinzufügen. Ja, liegt an dir. Ah, gerne. Also hier hat keiner was dagegen, glaube ich. Nö. Und neue ich hab's Freunde. Jetzt während der Fahrt gemacht. Ja, ja. Dachte schon, hopp. Hier kommt die Freundschaftsanfrage dann rein. Ja, wenn man nebenbei einen Laptop oder so liegen hat, dann geht's schon, ne? Nein, ich fahre ja, das hab und ich ja schicke eine Freundschaftsanfrage. Kannst ja nicht vom Laptop. Wenn man hier die Liste aufmacht, dann kann man ja eigentlich das auswählen. Steam-Profil, ja. Ah ja, dann zeigt das Spiel. Wirst du da nicht aus dem Spiel geworfen? Minimiert das nicht? Nö. Nee, aber ich würde das nicht machen, wenn du mit Tastatur spielst. Nee, ich fahr mit Controller. Ja, ich auch. Weil dann kannst du nämlich nicht mehr lenken. Welchen war ich denn hier? Ach, den da, den habe ich ja eben schon so schön gerammt. Ach, scheiße. Oh Gott, der verdeckt den ganzen Bildschirm. Ah! Ich habe zwei Stück, aber er zeigt sich auf dem anderen an. Super. Ich habe drei Bildschirme, aber ich muss mir das jetzt nicht geben. Wir halten bestimmt irgendwann, wenn einer tankt ja, ist oder ja, so. Ja. Ich komme 3000 Kilometer noch mit meinem Tank. Ja, ich auch. 3,9 oder so. Steht da. Oh, Vorsicht, André. Ich komme 3320. Wärst du wieder rechts, kann ich vielleicht mit meinem... Ja, wenn du es nicht schaffst. Ich fahr mal eben raus, da wollen die bremsen. Ja, passt schon. Bist du 28 oder 27 Jahre alt, André? 27. Ah. Hast du Geburtstag? Ja, Ende Dezember, ja. Ja, 89. Mein Onkel ist auch 89 geboren. Ja, am 29. habe ich. September? Nee, Dezember. Dezember, ja. Oh, auch geiler. Na klar, 13 tust du aus, ist schon eh 13 Silvester. Es gibt nichts Besseres. Auch ein schöner Tag. Ja, klar. Toll, ne? Ich sollte was aufnehmen. Hab das einprogrammiert. Alles richtig. Jetzt guck ich, der nimmt nicht auf. Toll. Nice. Passiert. Er würde sich ja freuen, aber okay, kann nichts machen. Oh Gott, ich fahr besoffen hier. Ja, mit Freundin schreiben, ne? Nebenbei, das ist das Problem. Ja, und WhatsApp ist sowieso scheiße, wenn man LKW fährt. Ja, Controller so halb auf dem Tisch und halb in der Hand, ne? Kann ja noch so gerade lenken mit dem Daumen und Blinker gehen auch noch. Was ich hatte, der Hammer war ja, als ich das gesehen habe mit hier, wie heißt dieser Komiker noch, dieser Blonde, der ist mit Boris Becker seine Dings da zusammen gewesen oder wie der heißt? Keine Ahnung. Komme ich jetzt nicht drauf. Der war auf jeden Fall bei der Gamescom. Ja? Was er da gemacht hat, das war das Letzte. Weißt du, so ein Mädchen angeschnackt und dann, na wie geht's dir denn so, woher kommst du? Und sagt sie, ich komm da und da, hey, ich bin 15. Da sagt er, ja, das wollte ich jetzt alles gar nicht wissen. Ich hätte auch mal Pimmel ins Gesicht streifen können. Ey, die ist 15, so kann er mit den Leuten da nicht reden, ne? Kannst du dir auf YouTube auch angucken. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Blonde, kurze Haare, der Komiker. Okay. Ist ganz bekannt. Er hat schon bei Alarm für Cobra 11 mitgespielt. Das klingt bald nach Simon. Der Simon da? Nach wen? Ja, kennst du die Sendung Elton vs. Simon? Kennst du die noch? Nee. Der Simon, ja, der es kann sein, dass der das vielleicht war. Aber mir sagt das jetzt auch nicht, ich hab das nirgendwo mal gehört, also. Der war das, der nach Ben dran war? Ein Blonder war das. Ja, ich weiß, welchen Namen Simon ich da drauf. Nee, der ist es nicht. Der ist nicht, okay. Der Name wird mir sofort einfallen, wenn ich den höre. Ja, ich kann es gleich sagen. Weil der ist auf Gamecom, hat eine Umfrage gemacht für RTL. Oder weiß, wie du meinst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ich auch nicht, komm nicht drauf. Aber das ist ja die Mindeste. Und dann sagt er, oh, das nehme ich zurück wegen Datenschutz, wegen hier Jugendgefährdung. Muss er auch.
Wenn die 15 ist, dann redet die so an der Straße, das geht nicht. Was haben wir noch gesehen heute früh im Fernsehen? Der größte Mensch, der je gelebt hat, 2,73 Meter. Boah. Ach du Scheiße, als ich das sah, ne? Und mein Sohn, ich will auch noch wachsen. Ich sag, hör auf. Na. Der hat Schuhgröße 73, der Typ. Seine Handfläche misst von der Länge 48 Zentimeter. Handfläche? Ja, die Handfläche, von der Handfläche bis zur Fingerspitze vorne. Als ich das gesehen habe heute früh, nicht da, alter Schwede, der kann ja, wenn er auf die Hände läuft, hat er ein Longboard. Aber 2,73 Meter ist ein bisschen übertrieben, ne? Kann sein, dass du Daniel Rosiner meinst. Nee. Ja. Ich mein, der ist ein deutscher Komiker. Ich komme da drauf. Hat man, war das der... Achtung, Überholer! Zwei Überholer! Lass die Autos hin. Ja, was macht der denn hier für einen Rott, ey? Ich glaube, ich fahre einmal kurz auf die Tankstelle. Ein Unfall war hinten. Nee, ich fahre nicht auf die Tankstelle. Alles gut, ich fahre weiter. Wenn mein Sohn jetzt hier wäre, hätte ich gefragt, wie der hieß heute früh. Ja, ich... Wenn ich weiß, wen du... Weiß ja nicht, ob du den meinst, der da in der Dings arbeitet? Blonde, kurze Haare, immer rotzfrech. Und glaube ich, der ist mit seiner Olle zusammen von irgendeinem... Keine Ahnung, irgendeine bekannte Olle ist, mit der ist er verheiratet. Meinst du Nils Kurven? Der hat blonde Haare. Nein, er ist aber auch mit so einem... Ein Deutscher. Ja, er ist deutsch. Er ist... Ja, aber der heißt Nils, das ist kein deutscher Name. Ja, aber er ist Deutscher. Nils ist kein deutscher Name. Nils kommt doch woanders her. Ich glaub nicht aus dem Deutschen. So ein richtig deutscher Name. Ich meine, das ist schwedisch oder so, Nils. Nils wüsste ich jetzt gerade nicht. Würde ich mir südlich vorstellen können, aber. Ja, beim egal, Norden ist ja nicht so wichtig, wo das jetzt herkommt. Hauptsache, mir fällt dann nur nicht ein, wie der hieß. Vielleicht komme ich noch drauf. Jetzt konntest du sogar heute Morgen nochmal nachgucken auf YouTube alles, ne? Da haben sie es auch nochmal gezeigt. Ja, ich guck mir hier gerade. War ja auf der Gamescom und hat da Interviews gemacht und. Ach, was wisst ihr, wer das war, Mensch? Na, ich hab gerade mal die Seite aufgehabt, kurz. Aber. Ach, der, oh, jetzt guck ich zum Chat, sorry. Der Flo war offline, hab ich mal gesehen, AFK. Wo seid ihr gerade? Ja, wo sind wir? Weiß das jemand? Wir. Ich weiß, dass ich auf der Straße jetzt, bin. Wir fahren jetzt an Hamburg vorbei. Gleich. Okay. Also. Ja. Sind wir schon? Oh, krass. Fahren Hamburg schon? Ja. Durch das Quatschen fährst du und merkst das gar nicht. Ja, ja. 1000 Kilometer sind es trotzdem noch. Ja, die schaffst du aber entweder 30 Minuten, 40 Minuten. Ja, das geht. Aber meine Leute kommen gar nicht online hier. Ja. Eigentlich abends so gegen 19:30 immer verabredet, kommt keiner. Und wir sind noch zwei Leute. Wo ist Danny? Noch weiter vorne, oder? Also ich fahre mit Danny und... Also ich fahre hinter Danny vorne. Hinter mir ist einer, aber da weiß ich nicht, wer das ist. Ich. Ja, und die anderen sind hinter dir. Okay. Wenn ich jetzt mal ein bisschen drauf gehe auf 90, dann komme ich auch ein bisschen dichter ran. Fahr mal eben kurz rechts ran und komm dann gleich nach. Ja, wir sind jetzt an Hamburg vorbei. Ich hole euch dann gleich wieder ein. Ja, den Abstand einhalten. Hier links. Linke Spur nehmen, weil rechts ist nachher runter, also sollen wir nicht runter. Oh. Blitzer. Naja, darf der 80 fahren, ne? Ja. Also kann der Blitzer und sonst wie. Wie besoffen fahre ich? Besoffen. Ja, ich muss ein bisschen abbremsen wegen Abstand einer Zeitung.
Mann hier mit seinem Lkw. Seid ihr geradeaus weiter oder rechts hoch? Geradeaus, ne? Mhm. Also ihr seid nicht aus Osnabrück, Bremen, Hamburg gefahren? Nein, nur geradeaus. Okay. Ein bisschen an Hamburg vorbei. Oh, Gott, schon. Okay, ich bin jetzt wieder hinter euch. Ich. Also wählen Sie dich mit Hundestimme. Da kommt ein ganz schneller her. Oh, ja, Firma Speed irgendwas. Ja, der macht dann seinen Namen alle Ehre, ne? Speed Cargo, Wui Bomb. Wir sehen uns nachher im Graben. Ciao. Im Graben, ja. Ja, im Graben. Oder er fliegt rüber über die Bande. Eins von beiden. Wie der fährt. Ich habe 81 auf dem Tachometer, auf dem Dings. Der Momat. War mächtig leise im Chat, ne? Vor mir sehe ich nur zwei Stück. Oh, 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 oh. Sorry, muss eben bremsen. Vorsicht. Abstand. Nico, wo bist du denn? Hinter Geraimo. Robins Fahrer, gute Fahrt dir. Und hinter mir ist noch jemand. Kann ich aber den Namen nicht lesen. Das sieht man im Spiegel nicht. Also vor mir, wir sind drei und hinter mir sind drei. Das sind sechs. Aber es sind insgesamt einer sieben. Fehlt noch. Das ist ja Justin. Sieben, Effekt. Also ich sehe sieben war Punkte. War ganz hinten, hinter Dicken. Ja. Da ist einer Pommesfahrer. Ja, hab ich gesehen. Ja, Beniprox. Boah, Alter, ich fahr wie besoffen immer noch. Sind da doch ein paar im Stream drin? Ja, dann trink noch einen. Ne, so hier. Ich fahr mal wieder rechts, diese Mittelspurschleicher. Cool ist nur, wenn einer überholen kommt, ohne Trailer. Und die fahren dann so 150. Ja. Hey, die fahren mittel, links, rechts, dann überholen sie auf dem Standstreifen und. Die nehmen sich alles, was gerade da ist. Also. Hm. Ja, das gibt's bei mir nicht. Rechts überholen geht bei mir nicht. Ich setze einen Blinker und fahr dann rüber. Weil er soll links überholen, nicht rechts. Ja, wäre mal cool, wenn das so. Wenn alle Fahrer so freundlich sein könnten, dass man. So mit so Zeichen, dass sie das verstehen würden, aber es tut ja keiner, ne? Also wenn ich jetzt praktisch überhole links blinke, wenn ich links blinke und nichts ist vor mir auf der Landstraße, dann heißt das ja überholen und so. Überholen kann. Nein, rechts. Achtung, blinken. Überholer. Oh, einer. Ich hatte damals eine Schollpfosten drin, weißt du, die. Da war ich auf dem Zweier-Server und da habe ich da reingeschrieben, rechts von links, die sollen ein bisschen achten, wo sie hier fahren. Ja, ja, stimmt, wir sind alles rechtsradikale, weil ich nach, Der das Flo ist da, ne? Ah, oh, der ist. Der Pommesfahrer kommt. Er wollte nach Bremen fahren, ne? Der ist ein bisschen fix. Oh, hat gerade was in den Steam-Game-Chat geschrieben. Hab ich gleich drauf geachtet. Also auf der Landstraße, da wenn du jemanden überholen lassen willst, so, ne? Setzt du einen Blinker rechts. Immer. Nicht links. Ah, links so als. Nee, rechts blinken. Ich hab da.
Damit gibst du das Zeichen, dass da hinter dir überholen kann. Wenn du links blinkst, dann kann es sein, dass du links abbiegen willst. Also ich kenn's nur rechts blinken. Ja, das stimmt auch eigentlich. So, warte mal eben. Und wenn mich jemand überholt zum Beispiel und sehe, dass er einen Blinker schon angeschmissen hat, dass er vor mir rein will, dann mache ich ein Tempomat aus, lass mich halt runterrollen auf 75. Und dann gebe ich zweimal so Lichthube, dass er weiß, jetzt ist er vorbei, jetzt kann er rüber. Meistens geben die dann auch Blinkersignal noch für Dankeschön. Ja, genau. Ja. Aber das hast du ziemlich selten, dass die Leute das so machen. Geht gleich hier rechts runter, ja. Die ziehen eigentlich einfach so vor dir rüber und drängen dich ab. Nochmal. Ja, stimmt auch. Man muss immer so rechts. Los, hinter mir. Recht. Ja. Okay. Boah, was bleibst du denn alle? Ja, auf den ist er auch verlassen. Hat er gesagt, er kommt noch nach, wenn wir in Europa sind, weil er nicht mitfahren konnte. Und da ist er. Aber ich nehme wieder die rechte Spur hier. Bringt ja aber auch nicht viel. Na, wenn einer kommt, hat er ein bisschen Platz zum Überholen, weil die brauchen ja zwei, drei Spuren. Ja, du musst ja eh jetzt links rüber. Stimmt. Mittelspur, ja. Ja. Fand das gestern geil, weil einspurig und ich kann nur auf der Spur fahren, da war nur einspurig. Und dann kommt mir von vorne einer entgegen mit 150 Sachen. Und ich kann nicht ausweichen, ne? Ich hatte links rechte Bande. Das war geil. Er ist falsch gefahren, aber er musste ja voll drauf fahren. Da kannst du bei sowas, egal in welche Richtung, blinken und wenn es knallt, dann knallt es, aber dann kriegst du nicht so viel Schaden. Ja, und aufregen bringt ja auch nichts, ne? Hat der Danny ja schon immer gesagt. Oh, nö. Das kann man sich sparen. Ja. Ist ja nur ein Spiel. Ja, ist zwar ärgerlich, aber... so lange gefahren hat, so viele Fahrer, dass man 320 Millionen Euro hat, ne? Dann ist auch jeder Schaden egal. Ja. Ja, aber es ist trotzdem ärgerlich. Gerade wenn du so 3000 Kilometer fährst, sag ich jetzt mal. Und dann kurz vorm Reinfahren staut sich's und irgendeiner rasselt dir hinten drauf. 30% Schaden, super. Weiß nicht, ich hatte 69, ich war hin. Ja, ab 70 geht der Motor nicht mehr an. Nur weil selten. Selten, ja. Und ab 30% fängt er an schon so zu krrrr zu machen. Ja, dann kriegt er einen Gang nicht mehr rein. Das ist nur, wenn der Trailer so 40-50% hat, ne? Kurz vor Schluss. Dann brauchst du nicht mehr abgeben, gibt ja nichts mehr. Hallo Michael. Hallo. Servus. Wir sind alle auf dem Dreier. Zwei. Drei. Drei, ja. Europa 3. Siehst du schon am Chatraum. Ui. Sind dann doch noch ein paar Leute geworden. Ui. Das war zu viel gebremst. Ich weiß zumindest, auf wen verlassen ist, wenn die was sagen. Wer da? EU3. Ja. Ja. Eine große Tour haben wir gerade vor uns. Das ging voll schnell rum. Wir hatten 1400 Kilometer, wir haben noch 880. Ja. Schon wieder Halbzeit. Quatsch. Wenn du, die ganze Zeit redest und so, dann kriegst du das nicht mit. Ja, ich konnte gerade nicht reden, hab mich gemutet. Ja, wenn du so eine Strecke alleine im Singleplayer fährst und hast mit dich alleine, dann kommt das vor wie 3 Jahre. Können wir gleich einmal kurz anhalten auf der nächsten Raststätte, nur ganz kurz, ich muss einmal Pipi-Pause machen. Oh, das ist ein guter Vorschlag. Eigentlich bin ich dabei. Eine Windel, mit dem müssen Quatsch machen wir. Töpfchen. Ist kein Ding. Ja, oder die neueste Erfindung, ne? Seit den 90ern, die WC-Ente. Ja. Stellst die neben Rechner hin, WC-Ente, ja. Die beste Idee, ne? Mit Frischsiegel. Ja. Mit WC Frische, ne? Mit ergonomischem Hals. Ich meine, ja. Wenn du mal heutzutage die, wenn du die Werbung mal so beobachtest, ne? Da hat einer Kopfkino. Diese eine Dumme. Ihr seid so versaut. Meine Nase tut weh, mein Ohr wackelt, ich hab Blasenschwäche. Ja, meine Lippen tun weh, ich hab Blasenschwäche. Ach, du Überholer. Fett auf 2 Spuren. Also macht nichts, ich brauch bloß eine. Der findet sich auch selber ziemlich breit. Er hat nur eine Spur hier frei. Hauptsache wir fahren alle Mittelspur.
Was bremst er jetzt? Wir auch. Er bremst und blinkt und fährt jetzt hinter mir, oder was? Du musst Mittelspur fahren, weil hier wird's jetzt zweispurig an der Brücke. Ja, hab ich nicht gesehen. Wenn er meint, er muss mit 150 vorbeifahren, soll er. Hat er keinen Hänger? Doch, hat er. Doch, da hat einen Hänger, aber nichts drauf. Ja. Er hupt hier alle aus. Ich geb mal noch ein bisschen Gas, ein bisschen rankommen hier. Ich fahr 79 und hol auf, ich muss mal runter vom Gas, wa? Ja, das ist gut, du kannst mach raus. Hier eine Kacke und geh vom Gas. Wo steht? Wo steht ihr denn? Wir sind jetzt, mal gucken. Wir fahren gerade an Kassel vorbei. Ja. Alter, also, da schlingert was Kassel zusammen. Fahren wir vorbei. Und wir fahren, halt ich fest, nach Milano. Milano ist Italien. 830 Kilometer noch bis Milano. Ich hab mich bloß an den nächsten Rast. Da pack ich mich dann am Strandrecht ab. Ihr fährt nach Italien. Milano. Milano. Hm? Italien. Ja. Ey, der zieht nicht ganz auf jetzt hier vor mir rein, oder was? Ja, Achtung, der steht da auf der Brücke halt. Und wo seid ihr jetzt? Wir sind gerade an Kassel vorbeigefahren. Ja, hinter Kassel. An Kassel vorbei, Micha. Kassel vorbei. Ja. Ich schätze da vorne, wir fahren bis 60. 70 wird hier gefahren. Fährt ihr Richtung 72, lass mal gucken. Hier darfst du 80 im Tunnel. Boah, dann wird hier wieder gebremst, was ist hier los? Michael, er hat gerade was gefragt. Michael, fragst du bitte nochmal? Achtung, der zieht in Richtung durch. Frankfurt fährt ihr jetzt, oder? Kann ich gar nicht sagen. Ich krieg die Karte ja nicht angezeigt in der Fahrt. Wir fahren. Vorsicht, André, bleib mal rechts. Also Kassel vorbei, weiter Richtung Süden auf der A7. Weiß nicht, was als nächstes kommt, das sehe ich noch aber, nicht. Wir fahren gleich ab. Wir fahren gleich auf die A4. Jo, hier kommt Hundelandtransport. Und die A4. Ich hab die Karte mal gerade auf groß. Auf jeden Fall hat der einen Frachtmarktauftrag. Das kann er gar nicht so schnell heizen. Das ist der rote Scania, oder orange, ne? Ja, ein roter. Der rast ja unnormal, ey. Ja, einige haben wie gesagt, Leute, den nächsten Tanke einmal anhalten, damit er mal Pinkelpause machen kann. Jo. Gute Idee. Beste Idee. So, jetzt sind alle meine Leute auch da. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie viel haben wir noch vor uns? 788. Ja, mal ich schauen. Der Boss ich ist glaube, auch wieder im Chat dabei. Moinsen. Dass ich dann gleich mit euch auf dem Rastplatz fahre und dann mich von euch verabschiede. Sollst du weg? Ja, meine Leute sind da, dann wollen ein bisschen. Kennt ihr Heroes of the Storm? Nö. Von Blizzard, Titel. MMORPG. Kenn ich nicht. Aber wenn du Bock hast, kannst du gerne mal wieder mitfahren. Klar, gerne, wenn wir die IP vom TS hast du ja und sonst guckst du mal im Livestream bei mir rein. Und dann siehst du, wenn wir fahren. Ja. Wollte nur im Kanalname. Kanalname war doch hier Kunglau-HD auf Twitch. Gut. Ja, ich bin der Boss, fragt gerade, wo wir hinfahren. Nach Milano. Ja, warte, ich gebe sofort Auskunft, wo wir sind. Muss hier bloß einmal. Wir fahren gleich auf eine neue Autobahn, das ist die A5, glaube ich. Und langsam oder? Kommt die Zeit, wo man Internet wieder spacken macht, weil diese ganzen Hartz-IV-Leute ihre Fernseher einschalten und 4K-TV gucken. Ja. Oh, ich hab schon wieder ein 100er Ping. Ja, du darfst nicht immer den Ping auf dem Server gucken, der ist nicht so wichtig. Nee, ich guck mal, wenn dein Ping sich ändert im Teamspeak. Ja, 100. Ja, ich habe immer ein 20 oder 19, und wenn der auf 30, 40, 50 geht, dann stimmt was mit der Leitung nicht. Weil der Teamspeak läuft durch, der hat keinen Ärger. Noch geht's ja. Noch habe ich keine verworfenen Frames oder so.
Das ändert sich bei mir erst Ende Oktober wahrscheinlich, dass es abends nicht mehr so stört. Aber trotzdem kann ich ja fahren, auch wenn das Ding manchmal hart. Wir fahren auf die 45 Richtung Düsseldorf. Okay. Guck jetzt hier oben nochmal auf ein Schild. A5, Mannheim-Frankfurt. Ne, stimmt, ja, A5, sorry. Mannheim-Frankfurt, Stuttgart. Ja, ja, die Richtung ist das. Habt ihr angehalten oder woher weißt du das? Nö, umhängen doch die Schilder. Achso, ja, hab ich nicht geguckt. Ist doch alles gut. Achtung, Überholer! Ja, noch läuft er flüssig, noch. Oh, ich zieh mal wieder rechts rein. Ihr müsst eh gleich zweispurig fahren. Ja, ja, kommt, ihr will hier hupen durch. Oh Gott, jetzt kommt der ja. Danny Boy, das wird dann die Willkommensfahrt, wa? Jo. Willkommen zurück im Leben. Der ist irgendwie zieht vor mir hier drüber und fährt rechts ab. Ey. Wer kackt denn da hinten mich das rein? Das hat sich ja kein Stück gelohnt, nee, zu holen. Nee, passt ey. Alles. Der ist rechts abgebogen. Ah, fällt aber nicht viel. Nee. War klar, ich bin in Frankfurt und keinen Auftrag nach Italien. Ja, die haben wir wohl alle mitgenommen. wir fahren nach, was kommt als nächstes, was ist das? Michael, schau mal im Frachtmarkt, vielleicht hast du was im Frachtmarkt. Das nächste, wo wir gerade dran vorbeifahren, ist Frankfurt, Leute. Das kommt als nächstes. Ich denke mir so 3-4 Minuten ungefähr. Oh, fahr doch beiseite, Pilot, Alter. Ja, Frankfurt am Main, in 3 Minuten sind wir da, an der Auffahrt. Wo seid ihr? Ich fährt ihr langsam bei Mannheim vorbei, oder? Frankfurt am Main. Wir stehen noch kurz vor Frankfurt. Achtung, hier hat sich ein Anhänger überschlagen, Leute. Der ist auf der rechten Fahrbahn. Links bleiben. Ja, okay. Es hat sich jetzt ein fremder Spieler zwischen uns gedrückt. Ja, ja. Ja, und Achtung, der auf der rechten Fahrbahn versucht hier irgendwas. Ja, der versucht seinen Hänger wegzukriegen. Ja, ja dann der wird nichts. Aber das wird nichts, den kriegt er da nicht weg. Ne, dieser rote, Frankfurt, Tschechien oder Mannheim. Wir fahren Frankfurt am Main jetzt vorbei gleich. Wir fahren jetzt direkt an der Autobahnkreuz oben vorbei, nach Frankfurt. Aber wir fahren nicht durch Frankfurt, nur dran vorbei. Also seid ihr schon in Frankfurt? Nein, wir fahren vorbei an Frankfurt. Der ist gleich an der Einfahrt. Ja, ich meine, also gerade fährt ihr vorbei. Ja. Ja. Aber hier steht gerade, rechts geht's nach Frankfurt ab und wir fahren geradeaus Richtung Nürnberg und... Ja, ich fahr mal lieber auf die rechte Spur wieder. Danny, wenn du willst, kannst du reinkommen. Ah, links ist auch Konvoi. Kommt der noch klar neben dir? Also, das ist eigentlich weniger, weil... Aber der Konvoi kann... Auf Trucksburg anmelden kann man sich, aber in der Spedition teilnehmen, wenn man sowieso kaum spielt, ist ja eigentlich Quatsch. Pass auf, Christian, neben dir ist einer. Einer? Ja, der Mercedes oder was ist das? Ja, die haben einen Unfall gebaut. Oder? Nee, ja, die hatten einen Unfall drüben. Ah, der hat Autos und jetzt kommt er auf mich. Gute Fahrt euch. Oh, 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 oh. Gute Fahrt euch. Stuttgart, Mannheim kommt als nächstes. Ja, auf jeden Fall auf der Mittelspur hier. Ich hab keinen Bock rechts abzubiegen nachher. 60, Alter. Na, ich fahr schon über 80, 83. Ich fahre jetzt links knapp hinter Danny. Also Mittelfahrbahn. Dachzeichen. Ich bin der Boss, hat gerade gefragt bei mir im Chat, ob man sich auch bei Trucksburg anmelden kann, obwohl man kaum spielt. Er ist ja Blödsinn. Du gehst auch nicht zum Sportverein, meldest dich an, sonst zahlst und gehst nie hin. Warum auch viele? Echt? Geldverschwendung. Okay. Bei mir zum Beispiel. Ich wollte ins Fitnesscenter trainieren. Leute, hier, anhalten. Und?
Hab ein Jahresabo genommen, ich war viermal. Echt? Der Parkplatz ist da. Alle drei Monate oder was? Wollt ihr nicht an die Tanke ran? Ja. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie fährt Danny gerade weiter. Ist also Danny halt auf... für uns alle. Ihr wollt auf den Großen halten. Der Große kommt doch erst später. Was heißt bei dir später? Wenn die Hose nass ist oder wie? Ganz kurz. Status. Ja. Ich habe gerade mit meinen Leuten gequatscht. Eine halbe Stunde hätte ich jetzt noch Zeit. Super. Okay. Dann fahre ich, glaube ich, mit euch noch das zu Ende, die 600 Kilometer. Bist du eigentlich öfters ETS-2 oder seltener? Boah, doch, jetzt gerade wieder recht häufiger. Weil jetzt kommt das Italien-DLC ja bald raus, dann wird das wieder spannend. Ja. Das, man kann es ja schon spielen im Singleplayer, ne? Ja. Wenn du da eine TSM-Map oder so nimmst. Empfehle ich dir. Ja, aber mit Modding und sowas, da mache ich nicht viel. Das, der Multiplayer macht viel mehr Spaß. Ja gut, da kannst du mit den Kumpels fahren, das ist besser, finde ich. Ja, anstatt du mit sich alleine sabbeln im Singleplayer, ne? Michael, wo bist du? Singleplayer macht sowieso nicht Spaß, wie in dem KI-Verkehr, der fährt wie die besenkte Sau immer. Ja. Michael, wo bist du? Bei Richtung Mannheim. Richtung Mannheim. Wir fahren jetzt gerade an Mannheim vorbei. Boah, sind wir schon? Alter, krass. Ja. Ja, das Quasseln ist unglaublich. Ja. Bist du schon in der Spedition oder so drin? Nee, Mannheim zählt dir in Richtung, oder? War für mich selber und hab so eine, also imaginäre Spedition mit meinen Leuten. Ach so, okay. Ja, sonst hätte... Weil wir haben, uns ja anschließen können. Wir haben eine Spedition, also... Speditionen laufen ja nur im Singleplayer, ne? Auch Multiplayer. Multiplayer. Wir fahren alle überwiegend Multiplayer für die Spedition, weil da gibt es weniger Konflikte, weil viele beamen sich dann von einer Garage zur anderen, holen den Auftrag ab. Haben wir alle schon erlebt. 0 Kilometer gefahren und holen die Kohle und dann gibt es da richtig Ärger und deshalb wollen wir das vermeiden. Im Multiplayer geht das ja nicht. Im Multiplayer gibt es nur Flycam. Man hat nur eine Fly-Mode und der ist ja erlaubt, dass du rausfliegen kannst und gucken, was ist da los, beim Unfall oder so. Die Konsole, aber sonst ist verboten alles. Finde ich auch gut so. Oh, das sei ich hier Chaos. Sonst, wenn ihr mir sagt, wie das funktioniert mit der Spedition hier, dann würde ich gerne mit für euch fahren. Ja, guck mal, wir haben ja die Firma Trucksburg EU. Die hat ja so eine Webseite im Internet. Und da kann man sich dann anmelden. Das kannst du nebenbei jetzt gleich machen, wo du fährst, ne? Hier ist Überholverbot. Ja, sonst müsste... würde ich mal bei euch im TS kommen, wenn du mir eben schreibst, dass ihr online seid und dann ja, genau. Einmal ein bisschen quatschen. Oh, Michael, was hast du denn für einen Affenzahn drauf? Ey, Achtung, so ein Raser kommt von... Ja, schießt dir durch, wa? Das ist Michael. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Oh, nee, du. Er muss ja aufholen. Hab leider keinen Auftrag gefunden. Macht nix. Kann Michael vorfahren und uns vor Blitzer warnen? Nee, das macht Danny auch, der findet, der achtet auch drauf. Was ist das denn für ein Überholmanöver? Ein kleines. Auf jeden Fall, bei uns ist es eigentlich gar nicht so schwer, weil das Einzige, Blitzer. Was wir machen, wir haben die Blitzer aktiviert im Spiel, ne? Ja, dass du auch ein Ticket bekommst, wenn du rot fährst. Und wir fahren nach STVO, das heißt, wenn du in die Spedition fährst und diesen kleinen startest, dann läuft ja alles wie die Spedition. Wenn du nicht startest, kannst du machen, was du willst im Spiel. Ja, klar. Aber nach STVO sollte man fahren und nicht bei, wenn da steht 80 und du fährst 160, weil das ist ja unfair den anderen gegenüber. Ja, das stimmt. Dann ist es kein Teamspiel mehr. Nee. Also die Spedition ist, glaube ich, momentan die ganze Zeit. Momentan sind wir bei Trucksburg, da gibt es mehrere, ich glaube hunderte oder so ein paar tausend sogar schon. 1300. Und wir liegen jetzt in Deutschland auf Platz 4, meine ich, oder 3. Boah. Deutschland war 2. Also ja, wo ich guck, da waren wir... Die anderen sind mir gefahren. Die haben eine Spedition, wo 50 Leute drin sind. Auf dem ersten Platz, und dann rutschen die anderen nach hinten, ne? Ja, die sind doch irgendwas mit 185.000 Kilometer oder so. Ja, ja. Die fahren dann da einmal die Woche eine 2000er Tour oder eine 3000er und das war's. Im Singleplayer könnte ich es ja auch machen. Und schon kommen die hoch, ne? Könnt doch im Singleplayer einmal die ganze TSM-Map fahren, per Fracht. Naja, die fahren ja nicht so viel. Wenn du so guckst, wann die fahren, selten. Dafür sind sie viele Spieler. Oha. Und jede fährt 50 Stück fahren jetzt, sagen wir mal, einmal die Woche.
Dann haben sie 50 Touren die Woche. Und dann so 3000 Kilometer, das ist schon was. Wir müssen jetzt wieder abfahren. Ja, auf jeden Fall, wir haben die Software von Trucksbook. Und dieser Client, wenn man den startet nachher, den brauchst, kannst du die Taskleiste setzen, du brauchst nichts machen. Der macht alles von alleine, alles. Ich hab mal so geguckt, es gibt ja auch noch ein anderes Programm, da muss man ja selber alles eintragen. Ja, da gibt's nicht jetzt ein Programm, das gibt's schon immer, das BatV, ne? Ich glaube, so ein BatV ist aber schlecht, weil du musst dann mal raustappen aus der Software, um den Auftrag zu akzeptieren. Wenn du den abgegeben hast, musst du wieder aus dem Spiel und musst wieder auf den Desktop zurück und musst das, das auch wieder das abgegeben, also Mist. Genau. Ich stream auch gerade. Einfach anmachen und fahren. Ja. Und du bist nicht verpflichtet, jeden Tag zu fahren, aber wäre nett, wenn man mal eine Woche zumindest mal eine Tour schafft oder so. Ich sage ja, nur ich. Und wenn man dann sagt, ich schaffe jetzt 2-3 Wochen keine Tour, ich kann nicht fahren, 1-2 Wochen, einfach jemanden informieren und gut ist, dass die Bescheid wissen. Und keiner sagt, was ist mit dir los, warum kommt er nicht mehr? Wenn man weiß, der eine hat eine Woche keinen Bock oder zwei, ist das ja okay. Jo, also das ist eigentlich so der Gang und Gäbe, wie ich bei uns. Aber ich sag mal, so 70% fahren die eigentlich regelmäßig. Ja, ich bin sowieso viel ehrenamtlich aktiv und teamfähig sehr und dann da bei mir gibt es eigentlich keine Probleme. Hoffe ich jetzt mal so. Naja, keiner ist perfekt, ne? Nee. Dennis und Christian und ich, wir drei streamen oder noch wer? Nee, nur wir, ne? Also nur wir drei. Glaub schon. Ach, jetzt ist das zweispurige gewesen. Was neue drei? Nee, Deacon ist auch am Stream, ne? Ich hab auch Stream an, ja. Ja. Aber ich schau meinen Stream jetzt selber nicht mehr mit dem Chat und so über Twitch. Ich nutze jetzt die andere Oberfläche vom V-Bot. Fand ich besser. Keine Ahnung. Ich lass mir den Chat immer separat einblenden. Ja, bei V-Bot, da sehe ich zum Beispiel, wer alles online ist, wer nicht mehr online ist, wer viel schreibt, wer wenig schreibt, zeigt alles an. Das siehst du bei Twitch nicht. Da siehst du nur, wie viele online sind. Und wenn du draufklickst, dann zeigt er das an, aber du musst wieder schließen, nochmal den aktualisieren. Wer online ist, das interessiert mich eigentlich weniger. Ich will den Chat bloß mitkriegen, und wenn jemand subscribt. Ja. Oder folgt halt. Aber kommt ihr mal bald in eine Tankstelle oder so? Deswegen werde ich mir nochmal 2 Monitore holen, wo dann einmal nur der Chat drauf läuft und die Subscriber. Wie viele Monitore hast du jetzt? Ein oder was? 2. Einer kommt dann noch über den Hauptmonitor, wo dann nur der Chat drauf ist, und einer dann rechts noch. Ja, ich habe auch schon 3 im Halbkreis, aber ich dachte mir, es ist in der Mitte noch ein Schräge rüber, aber wozu? Das kostet alles Strom, ne? Ach, 10 Watt. Was kaufst du denn für Monitore? Die Röhrenzeiten sind doch vorbei. Ja, die Röhrenkasten sowieso nicht unter der Schräge runter, ne, von der Wand. Dann brauche ich aber Fallschirmdübel, die 4 Meter lang sind. Die Wände sind ja alles aus einem morschen Sand da. Lass jetzt mal bitte einfach bei der nächsten Tankstelle anhalten, egal wie klein die ist. Jo, ja, das ist ein guter Plan. Alle ranfahren, geht doch auch. Sonst ist meine Jeans gleich eine nasse Jeans. Wenn so eine richtig kleine ist, müssen wir auf Standstreifen drauf, sonst klappt das nicht. Könnt ihr gleich mal irgendwo ranfahren an der Tanke oder irgendwo einen Seitenstreifen, wenn da keine kommt? Ja, es kommt hier gleich eine Tankstelle nach dem Tunnel. Okay. Gott sei Dank, Parkplatz und Tankstelle 500 Meter nach dem Tunnel, genau. Ich denke mal, das ist eine große. Hoffentlich. Was schätzt ihr überhaupt, wo ich das gerade im Radio höre? Wer wird wohl gewinnen? Merkel oder der andere? Merkel. Ja, Merkel. Ja, ich weiß nicht, wieso. Da nicht rein? Ja, ist ein großer. Ist ein großer. Aber jetzt bin ich mal gemein. Ja, im Konvoi überholt man ja gerne. Naja. Nö, hat auch Spaß gemacht. Dann sieht man wenigstens mal, wer noch alles so dabei ist. Weil ich bin ja ganz hinten gewesen. Fast ich wusste ganz auch gar nicht, dass er hinter mir war. Ich dachte, er ist vor mir. Wir sind hier noch mehr alleine. Hier ist noch mehr anders. Da sieht man wenigstens, wer noch so alles mitfährt. Mir ist es egal eigentlich, wo ich fahre. Hauptsache, wir sind alle zusammen hier auf dem Haufen. Sind jetzt alle da? Wieso bremst mein LKW hier? Hat doch keinen Schaden, oder?
Also ich muss nicht tanken, ich habe noch genug. Ja, ich muss nur auf Toilette. Bin kurz weg. So, auch gleich wieder da. Da sind ja noch ein paar hier, wa? Dann hol ich mir aber kurz was zu saufen, bin auch gleich wieder da. Also jetzt stehen wir hier hinter den Typen. Michael, Christian und Flo, ihr steht da schlecht. Das ist ein... Das ist ein Kickgrund. Ihr versperrt die Straße, wenn da jemand vorbeifahren will. Auch eben mal kurz auf dem Klo. Siehst du, mein Sohn hat dann noch Bounties da hingelegt, das war auch cool. Da gehe ich ja nicht dran vorbei. So, ich bin schon wieder zurück. Alle weg? Nö. Können wir weiter oder wie sieht das aus? Jetzt hast du diese Donau-Toilette. Oh Gott, ey. Oh Leute, noch 370 Kilometer. Ja. Ja, eine Tour. Hat Spaß, ja. Bin wieder da. Ich sag mal, das kommt immer darauf an, wie viele Leute und was für Leute im Chat zusammen sind, ne? Zusammen so. Aber das sieht ganz cool aus hier mit der externen Kamera. Ich kann ja meinen Anhänger abkoppeln und Michael nimmt ihn. Das geht ja leider nicht. Ja, schade. Das geht nicht. Das ist schade, ja. Ich setz mal langsam zurück, oder machst du erst? Sind wir da? André. Was? Wir fahren? Ja. Aber Dicken muss da hinten rumfahren, weil der da so blöde steht, ne? Recht bescheiden, ja. André, jetzt, ich fahr mal so grob mit ihm raus hier. Ja, das wird nichts. Der Flo ist auch noch dazu. Du hast mich angeditscht. Oh Scheiße, yo, sorry. Wenn du zurückfährst, dann. Jo. Können wir alle, ja, wa? Jo. Oh, der Florian meldet sich an. Da kommt bestimmt auch gleich noch rein. Naja, bei uns in der Spiele sind wir zurzeit 15 Fahrer. Okay. Wir waren. Ich glaube 24 insgesamt. Aber nicht jeder hat mehr Bock, das Spiel zu spielen. Ich spiele halt Dead by Daylight lieber alle. Ja, aber das kannst du wirklich dauerhaft zocken. Ja, ich frage mich, warum wir das jeden Tag spielen. Von morgens bis abends. Und dann beim Streamfreund, wenn ich mir so einen Stream anschaue, wenn er da sitzt und fummelt da an so einem Ding da rum und muss das da irgendwie heil kriegen, das ist für mich kein Spiel. Ja, ich sag mal, wenn du fünf Leute hast, ne? So, einer ist dann immer der Jäger und vier ist dann die halt flüchten wollen. Das macht schon Spaß, ja. Aber das ist ja für mich so ein Zwischenspiel. Okay, so, das spielt man mal so. Ja, Freitag der 13. ist scheiße. Das kannst du in die Tonne kloppen. Fast dasselbe Ding, ne? Ja, aber. Das Spiel selber ist nicht so. Es ist, die Idee war vielleicht gut, aber die Umsetzung scheiße. Kommt ja nicht alle hinterher, oder? Yay! Noch 300 Kilometer Fahrt. Yay! Danny Boy, was mit dir? Man hört nichts mehr. Ich bin da. Hallo. Achso, das ist ja die Ecke, wo ich immer die Schilder mitnehme. Das neueste liegen lassen. War die 12 oder 6? 12. 6. 6 gibt's denn echt gar nicht, ne?
Ja, aber es ist schöner mit Controller dann zu schalten. Oh Gott, oh Gott. Halt ja mit Controller selber und damit echt? Sparst du echt krass viel Sprit, ja. Also du merkst wirklich, wenn du selber schaltest. Ja, aber fahr mal Schwertransporter mit meinem Sechsgang. Ja, geht das genauso geht wie mit dem 12er. Ja, doch. Ja, aber nicht so gut. Ah, im ersten zieht er, erst also im 12er geht er besser. Im 6. kommt nichts mehr. Kannst ja, das ist ja. Ja, aber im 6. ist genauso, als wenn du mit dem 12er im 12. fährst. Ja, ist halt schon anders, aber trotzdem, weil. Ist von irgendjemand aus dem Stream, der hier auch streamt. Ein Gast hier drin, der Asus heißt. Asus? Asus ist ein Kollege von mir, ja. Echt? Weil der ist oben im Willkommen-Channel. Ah, dann will er mitfahren. Was? Kannst ihn runterziehen, wenn du magst. Kann ich das, ja. Ja, Mitglieder können sowas, habe ich eingestellt. Erstmal hier an die Eisen gehen. Da hat doch noch keiner Schmur mit betrieben, darum lasse ich das doch so. Ihr könnt ja nur die Gäste runterziehen, ne? Und das ist ja hilfreich. So, jetzt. Moin. Ja, Asus? Hallo, hallo. Ja, 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 ich bin hier. Ich wollte gerade schreiben über... Man hört ja, ich höre eine Stimme im Hintergrund. Ganz, ganz leise und weit, weit weg bestimmt vom Mikro oder so. Ah. Ja, der ist ziemlich leise. Mit seinem Bunsenbau-Mikrofon. Ah, wer weiß, was das schon wieder ist, ey. Wer ruft denn da? Bin ich schon wieder der Letzte hier hinten? Ah, ich muss mal ein bisschen Abstand halten hier, wa? Ne, ich halt nur Abstand wegen... Ne, ich bei Flo. Der Flo fährt nämlich vor mir. Der hakte gerade ein bisschen. Ja, alle haken gerade ein bisschen. Auf der rechten Seite steht ein Spanier, also aufpassen. Ah, komm, Volvo von hinten. Ach, ja, Mann, kommt, der kommt aber eh nicht durch. Hier ist ein Einspruch, der kommt ja nicht vorbei. Ja. Ich hab den Abstand gehalten. Ei. Ja, das hat geklappt. Ich hab mir das eine geholt hier. Was, mit dem Volvo? Ja. Auf wen denn? So, wie viele Kilometer haben wir noch? 288. Ich dachte, da kommt eine Tanke. Achso, da waren wir ja eben schon. Hier haben sich die Nächsten gerade angefreundet. So. Wo müssen wir eigentlich genau nochmal hin? Milano war es, genau. Milano. Italien. Blablabla, bla, 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 sonst fließt du raus, raus und bist im Band. Fuck, ihr Europa 1? Alter, ihr kommt alle hier ohne, Alter. Ist keine ganze Fitte oder was? Achtung, bremst halt auf. Ja, ja, die... Alle hier ohne Hänger kommen, alle die hier fahren euch rein. Ja, hier auch, dieser Spacken hier. Ja, mir ist er schon reingefahren. Was sagst du, Steven? EU3. Oh, jetzt überholt der recht, ne? Ich glaub das nicht. Und nochmal. Warum? Wer sind die zwei hinten? Sind das ein. Welche von uns? Oh, verpiss dich da! Die Hahn heißt er. Hinter mir sind drei Leute ohne Hänger. Ja. Ja, die knallen alle drei, die fahren wie sie wollen. Ey, ihr drei, ihr drei, die denken, guck mal, haut selbst ein Kumpel rauf. Ja, ich lass mich mal ausbremsen. Ich lass mich. Okay, lässt sich gleich wieder fahren. So dumm kann auch nur einer sein, ne? Danke. Danke. Fahren wir noch rein, du Penner. Penner. Echt. Warum fährt der Typ jetzt hinter mir? Musa, nee. And other. Was and the next. So. Ja, jetzt bleibt hier stehen. EU3. Ich reporte den mal eben. Da steht jetzt irgendwas von Test Rules. Oh, 1, 2 und dann gibt's den dritten. Drück auf den dritten. Da steht irgendwas von Test Rules. Ja, ich musste nur einmal trotzdem mal einen Report machen. Achso, okay. Weil die sich schnell verpieselt haben mit F7. Der drückt jetzt gerade mich rein und drückt F7 verschwindet, ne? Ja, klar. Ja, aber steht in der History ist er ja trotzdem gewesen. Ja, das stimmt. Hat einer von euch komischerweise gerade hinter mir ohne Hänger? Nein. Also meinen Hänger habe ich noch dran, der hat mir keine geklaut. Hinter uns fährt einer ohne Hänger und ich weiß nicht, wer das ist. Dann habe ich ihn aus Versehen abgekoppelt beim Tanken. Sorry, wegen überholen. Ich muss einmal.
Wir sind alle jetzt weit vorne, ne? Weil hier war nämlich auch nicht was los. Könnt ihr ein bisschen langsamer fahren? Ja, wir sind angehalten auf dem Standstreifen. Okay. Ja, ich sehe schon. Aber auf. 70? Oder Rastplatz? Ah, wir sind gerade schon am Bern und Zürich vorbei. Ah, ist nicht mehr lange Fahrt. Aber es gibt auf jeden Server so eine Spacken, ne? Also ich glaube, das ist rammt er seinen Kumpel oder wem er da, den, die drei Stück, den einen rammt er und dann fährt er mal rückwärts, rammt den nächsten. Wie können die nur so doof sein und fahren? So dumm kann man doch nicht sein. Ich glaube, das ist die längste Tour, die ich bis jetzt überhaupt gefahren bin. So, wir sind da, Leute. Okay, echt? Fahren wir weiter. Oh. Wo seid ihr denn? Wir fahren nach Milano. Also nicht überholen jetzt. Ich bin extra nur an die Seite gefahren, dass da keiner raufdrescht, wenn ich in der Mitte stehe, bleibt man nicht stehen. Haben wir bald geschafft, die Tour. Das war dann aber 200 Kilometer noch, ne? Obwohl, ging eigentlich relativ. Gibt Schlimmeres. Ja, für 1000 so viel Kilometer war das echt fix eigentlich. An sich war es eigentlich auch nicht unfallfrei. Ja, ging eigentlich, bis auf jetzt der Rest, ne? Ja. Irgendwann schneide ich mal aus den ganzen Streams, die gespeichert sind, voll Idioten auf Tour und dann kommt die Best of da raus. Weil die da fahren manchmal, die echt, die crashen überall rein, das sieht so witzig aus manchmal. Oh. Danny Boy. Ja, bitte? Sag ja nur vorhin, ne? Ja. Was denn? Boah, der ist ja bergauf, ey. Komm schon, MAN, zieh. 50. Ist der Florian eigentlich von gar nicht hier reingekommen? Ist das nicht die Tour, ist das nicht hier die Strecke, die wir letztes Mal gefahren sind? Wo es hier runterging? Nee. Hier waren wir doch letztens schon, bin ich denke ich auch. Ja. Doch, doch, das ist die Strecke. Weil hier ist die Einzelfahrbahn durch die Brücke, das gab. Also waren wir doch zu dritt nur unterwegs. Ja. Das halt schön, ne? Wenn man da drin hupt. Ach, Tick, Picture. Hier ist bloß das Problem, sie können so schön rüberfahren auf unsere Fahrbahn. Schade, dass das Ingame nicht auch halt. 200 Kilometer noch. Hier 200? Das sind Heißluftballons. Ich hab noch 400. André, wie weit bist du da weg? Ich muss doch nach eine andere Stadt. Ach ja. Einzel- Aber ich brech den dann einfach ab. Warum? Ich hab keinen Bock noch 200 Kilometer. Das sind aber die Kilometer dann alle für die Firma, ne? Er fährt ja nicht mit Traxburg. Ah, ach so, okay, na dann ist scheiße. Noch nicht. Ich glaube, das will er bestimmt noch irgendwann. Ja. Heute nicht mehr, aber morgen, übermorgen. Ich sag ja irgendwann. Aber du kannst dich ja mit meinem Account jetzt anmelden. Bitte? Du kannst dich ja mit dem Account, was ich dir gegeben habe, anmelden. Hab ich auch vor. Alles andere wäre ja Blödsinn. Und dann benennt er sich irgendwann um. Wie lange dauert das noch, bis er sich umbenennen kann? Bis zum 20. September. 70 Meter Abstand halten. Okay, ist ja nicht mehr lange. Ich kann meinen Namen am 10. umbenennen. Ich kann den Namen auch so lassen. So, Falle, wenn mein PC stockt, dann bist du hinten drinnen. Michael der Erste vorne? Hm? Fährt Michael als Erster? Ne, ich fahr. Nein. Ich fahr mit 80 gerade, so wie erlaubt. Da ist ja dieser Tunnel, Alter. Wie kommst du, dass du dein Erster bist plötzlich? Bei Dings, wo wir auf dem Standstreifen angehalten sind, bin ich vorgefahren wegen Michael, weil der gekommen. Achtung, hier ist Baustelle. Er hat auf einmal so, weiß ich nicht, Schüler gehabt. Ich kenne das. Egal, wie das geht, wenn man einen Konvoi fährt, berührt man den nächsten nicht einfach. Ja, wir standen ja. Also von daher, ich bin ja nicht während der Fahrt.
Ach so, ja, was ich noch sagen wollte, wegen Spedition. Das Gute ist, dieser Client, den man dafür starten muss, der braucht fast 0% CPU-Last, ne? Und kein Speicher, also da merkst du gar nicht, ob du den gestartet hast oder nicht. Oh, das ist super. Ja. Weil High-End bin ich noch nicht. Man muss nur dran denken, wenn man den Client installiert hat, dann kommt jedes Mal beim Starten von deinem ETS 2 ein Hinweis, den mit okay bestätigen muss, weil er merkt, aha, da läuft ein Plugin im Hintergrund. Ja, Programm ist aber nicht gestartet, aber er kommt trotzdem die Meldung. Okay. Aber wenn du sagst, du fährst jetzt irgendwie auf dem Zweier mit 180 Sachen und crasht da, weil mit Kumpels mal ein bisschen rumalbern oder so, ich weiß es ja nicht, als Beispiel, dann startest du einfach Trucksburg nicht. Dann kriegt die Firma auch nichts, keinen Schaden dadurch. Ach so, also sind das praktisch zwei verschiedene Clients, die aber trotzdem auf demselben Server laufen? Nee, wenn du jetzt zum Beispiel ohne Trucksburg Client starten, mit dem LKW fährst und wärst da gecrashed und so, das zählt alles nicht. Ah, nur okay. Wenn Trucksburg läuft, dann. Du musst den Client aufrufen, dass er gestartet ist und dann kannst du erst für die Spedi fahren. Wenn du ihn wieder schließt, wärst du nicht mehr für die Spedition. Okay, das ist super. Ich bin heute 4 Aufträge, ungefähr alles so 600-700 Kilometer gefahren. Ich habe meinen Trucksburg vergessen zu starten. Echt? Ja. Jetzt auch? Jetzt habe ich ihn. Ich hatte eine Fahrt, da bin ich 1200 Kilometer gefahren, da hatte ich das vergessen zu starten. Ist da irgendjemand, der den D-Typ runterziehen kann? Nee, im Chat? Nee, ne? Am besten vielleicht Michael, weil der ja keine Fracht hat. Am schnellsten wieder hinterher. Michael? Ja? Könntest du den aus dem Willkommensraum bei uns runterziehen? Weil du hast ja keinen Trailer dran, du bist ja schnell wieder hinter uns. Das ist einer Willkommen-Channel. Roll ihm aus. Der im Teamspeak im Willkommen-Channel. Kannst du den runterziehen zu uns? Danke. Hallo. Moin. Moin. Ist ja doch besser im Chat, ne? Im Hallo. Teamspeak. Jo. Sind wir ja doch noch ein paar Leute geworden hier. Ich konnte das jetzt gerade nicht verstehen, was er gesagt hat. Wo fahrt ihr jetzt nochmal hin? Milano. EU 3. Noch 99 Kilometer. 97 Kilometer. Mensch, du Kopfhörer beim Teamspeak. Wir sind ja bald da, ne? Ja, jo. 77 ja. Kilometer. Haben's bald geschafft. Ah, die gehen auch schnell rum. Ja, 5 Minuten sind wir da. Ja, denke ich mal auch. Ein Galerion, ne? Ja, ist schon schön, wollte ich gerade auch sagen. Ja. Also die Landschaft haben sie gut nachgebaut hier. Ja. Ich fand die Brücke gerade richtig geil. Was ich cool fand, ich habe ja diese TSM-Map eingebaut bei mir im Singleplayer. Und wenn du da unten in hier Ägypten fährst, ne, das ist ja Hammer. Dann hast du auch noch die Trailer mit den Mumien drauf und so. Das ist schon was. Geil. Einmal durch Ägypten heizen, ne? Ja. Das fand ich schon cool. Das hat nichts mit Mods zu tun. Das sind ganz normale Maps. Die also einfach als Mod eingebunden werden und die sind erlaubt für den Singleplayer, ne? Ja, ja. Ich fahre viel, also Pro-Mods habe ich. Ja, als dauert mir zu lange beim Laden. War, gefahren. Das macht auch Spaß. Also das ist auch wirklich schön gemacht. Aber Pro-Mods hast du ja auch unten. Afrika hey, und Hey, Dietrich, also ich sehe dich ja. Nee, ich bin nicht. Hinter dir. Ja. Da ist dann mehr so der Nordteil, Irland und so ist alles ausge... Island und so, ja, weißt du, da bin ich auch ja, gefahren. Ja, Island, Irland, ja. Genau. Aber dann, wenn du die Mario-Map mal siehst, ne, die ist ja noch größer und die braucht 5 Minuten Ladezeit, das tue ich mir nicht mal an. Na, so genau habe ich da mich die letzte Zeit nicht mehr drüber informiert, weil ich seit, ja, gut einem halben Jahr nicht mehr so viel gezockt habe. Achtung, kommt da einer von hinten ohne Hänger. Das ist Arthur. Bin ich? Aha, so. Tante Asus. Bleibt er hier einfach stehen? Grenzübergang kommt, er gesagt eine Maut. 40 ohne Maut, scheiße. Ja gut. Bei der Maut schließt man ja immer zueinander auf, das ist ganz nett eigentlich. Da
Es rennt die Zeit dann schon wieder nach 8, ne? Viertel 8? Ja. Geht das ja. Hier eigentlich die. Von rechts nach links. Ja, hier, rechts. Rechts ist Telepass. Ja, ich muss sie trotzdem anhalten. Von rechts nach links, jeder nimmt eine, dann haben wir nicht so eine Warteschlange. Sobald deine fertig ist, fährt der nächste rein. Ja, genau. Und rechts ist ja auch noch frei, ne? Fahren wir in Mitte. Ich muss einmal links rüber. So, bevor ich jetzt hier drücke, ich gehe einmal kurz raus tappen, weil damit er nächstes Mal, wenn er ein Teamspeak hier kommt, nicht mehr Gast ist, damit er sich da überhaupt zurechtfindet. So, ich habe dir das Mitglied gegeben, sonst sitzt du nächstes Mal im Channel irgendwo und kommst nicht weiter. Oh ja, super, danke. Und dann, wenn du drinnen bist, kannst du dich frei bewegen im Teamspeak und dann sage ich dir auch, wie du das machen kannst. Ja, super, danke. Ja, wenn du Gast bist, bringt ja nichts. Dann sitzt du oben drinnen und hältst den Willkommen-Channel. Muss warten, ja, bis sich da einer runterzieht, ne? Jetzt geht's runter. Endlich. Ja, ich muss jetzt erstmal hinterherkommen. Aber ich sehe schon, ja, so eine Gruppe wie euch, das findet man nicht oft. Nö, glaube ich. So ist ein Sauhaufen, der durcheinander gewürfelt ist, aber sind alle okay. Und das zählt ja, ne? Warte mal eben. Boah. Was ist denn bei dir los? Frag mich nicht. Na, mein Stream wird langsam ein bisschen schlechter. Er fährt schon verworfene Frames. Das ist nicht gut. Endlich da. Passt perfekt. Hier sind noch 70. Also für die jetzt ja alle im Chat hier drin sind im Teamspeak, ne? Halbe Stunde haben sie dann zu viel gesagt. Ich fahre jetzt hier gleich rechts auf dem Okay. Gleich rechts auf Grünstreifen. Macht dann aus. Ich wollte nur noch sagen, weil der ganze Haufen, der bei uns hier zusammengewürfelt ist, das besteht aus ab 12 Jahre aufwärts bis 50 hoch. Ja. Und das macht was aus, wenn die Leute sich dran halten, wenn man sagt, wir sind hier alle untereinander Teamplayer, wir müssen uns dran halten, freundlich bleiben und das machen alle und dann hast du auch einen guten Teamspeak, ne? Und ja, eine gute Truppe. Ja, ja, ja. Da ist es dann auch egal, wie alt die sind. Ja, das spielt dann wirklich keine Rolle. Es sei denn, du hast die Elfjährige, die, weißt du, so nur sich crashen, nur rumschreien, da geht keiner rein. Nö, ja, da hat auch keine Lust drauf. Ja. Aber. Aber dann noch viel Spaß und dann hört man sich demnächst mal. Jo, war eine echt schöne Tour mit euch. Das war ja auch mal was, dass man so schnell mal ein paar Leute kennenlernt. War super, dankeschön. Alles klar, okay, schönen Abend noch, ne? Ciao. Auch Ciao. Tschüss. 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 So, rot, ich stehe an Ampel. Leute, pass auf. Okay, er bremst ab. Ja, ich weiß, Essen ist da. Ein Kilometer, wir sind gleich da, ne? Ja, so? Ja, danke. Der Typ ist auch da. Oder die Typ. Ich weiß. Er begrüßt uns schon mit der Hupe. Asus kommt auch gerade angeheizt. Der Empfangsgast. So, grün, dann kann ich auch weiterfahren, dass André nicht hinten meine Stoßstange abbaut während der Fahrt. Ich hab aus. Ja, da ist er ja schon mit seinem Gelben. Komm. Auch schon wieder rot, was soll denn das hier? Das bei der letzten habe ich echt nur Glück. Steh hoch am Ruder. Ah, wir können. Ich hab schnell die Garage hier geguckt. Ich muss ja ein bisschen zurückjumpen. Ja, Flo, auch wenn du 12 bist. Bin ich doch okay. Hauptsache ab 12 Jahre und freundlich, das ist immer alles. Mit Teamspeak. So, da vorne ist mein Abgabepunkt. Nichts wie hinten da. Ja, schön, wenn ich nochmal 12
Christian? Ja. Ich werde jetzt mal in Singleplayer gehen und mal die Trucks im Map gucken. Und dann? Ne, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich Singleplayer gehe. Ja. Okay, wenn ich in dem Chat drin bleib, oder? Ja, ja. Kannst du. Ja, wo sind wir gerade unterwegs? Wir sind gerade hier in Milano gelandet, ne? Oh, endlich geschafft. Ausgezeichnet. Jo, dann danken wir mal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir der Kolonne fahren. Bis dahin. Ciao mit V.